Ja, heute, wie gesagt, führen wir euch, ich würde jetzt in dem Wort sagen, wie Ivo gesagt hat, auch ein bisschen in den Untergrund, was da im Ameisenstaat unten alles passiert. Das waren Tänzer, das waren Künstler, die ihre Musik selber schreiben, selber komponieren, selber choreografieren. All diese Lieder, die ihr hört, sind alles von so Ameisen, die ihre Begabungen hineingelegt haben. Und bevor das jetzt einfach dann weitergeht, möchte ich mit etwas starten. Wir zoomen einfach mal so richtig auf. Und darum möchten wir euch den ersten kleinen Rückblick zeigen, was seit letztem Feeling geschehen ist, und wir zoomen ein bisschen auf, weil es geht nicht nur um euch hier. Wir hatten letztes Jahr viele Berührungen mit Bewegungen, wo wir uns vereint haben. Und dazu haben wir euch einen ganz kleinen Film zusammengeschnitten, dass ihr seht, was sich seit Feeling bis zu Vollendungstriebe auch ereignet hat. Können Banden jahrzehntelanger Feindschaft durchbrochen werden? Werden jemals zerstrittene Religionen und Nationen ihre gegenseitige Ergänzung finden können? Feeling. Internationale Freundschaft 2017. Ich habe mich bewusst entschieden, einen muslimischen Brunnen in Ghana zu bauen für eine Moschee. Und wir haben uns entschieden, einen großen elektrischen Brunnen, beide haben dieselbe Art, bauen zu lassen für eine Kirche in Ghana. Und mit dem setzen wir einfach ein Zeichen, es ist einfach Schluss. Wir gehen nach dem Herzen, wir retten Leben zusammen. Und die Worte wurden zur Tat. Nicht einmal ein Jahr und die beiden Brunnen stehen. Wir sind hier, um Ihnen zu danken. Uns Gott segne Sie. Besonders unsere christlichen Brüder bitten wir, Allah sie zu segnen. Wie sie auch Allah bitten, uns zu segnen. Allah bless unto us. Allah shall make all. Wir alle sind eins. Diese Friedensbrunnen sind ein Vorbild für die Welt, für ein besseres Untereinander. Das ist ein Zeichen von Frieden für die Welt, für eine Welt, die viel mit Kriegen beschäftigt ist. Dieser Brunnen hier in Ghana wurde von Ivo Sasek und seiner Gemeinde, Ivo Sasek OCG-Organisation aus der Schweiz, gespendet. Die Familie und Organisation von Ivo Sasek lässt grüßen. Ihr seid Muslime, aber ihr habt uns Christen nicht ausgegrenzt. Das bedeutet, wir sind alle ein Mensch und wir alle beten denselben Gott an. Also danken wir Ihnen sehr, dass Sie diese wundervolle Arbeit für uns getan haben. Wir danken euch sehr für diese Hilfe. Möge Gott euch helfen und Ihr Herz für all jene öffnen, die Wasser brauchen, um auch Wasser von Ansa zu bekommen. Lebensspendende Berührungen gab es in diesem Jahr nicht nur mit Moslems in Ghana. Weit über jede Landes- und Religionsgrenze hinaus kamen wir dieses Jahr mit unterschiedlichsten großen Bewegungen in ein synergisches Zusammenwirken. Drei Religionen mit einem Anliegen. Am Freundestreffen 2017 bezeugten sich die Jüdin Yael Deckelbaum, die Palästinenserin Miriam Toukan und Familie Sasek als Christen ihre gegenseitige Hochachtung im gemeinsamen Kampf um Frieden. Praktische Fortsetzung machte Klar TV, indem sie die universelle Friedensbewegung und Friedensmärsche live in Berlin und Israel dokumentierten. Was die Massenmedien verschweigen, bringt Klar TV unters Volk und trägt so zur Völkerverständigung bei. Ein gegenseitiger Austausch mit der Schweizer Delegation vertieft die jahrelange Freundschaft mit der weltweiten Bewegung der Scientologen.
Der Besuch war geprägt von gegenseitiger Hochachtung und Wertschätzung. Auch sie investieren sich enorm und bewegen die Welt zum Guten hin. Wer weiß schon, dass sie an der untersten Basis als freiwillige Helfer in Krisen- und Katastrophengebieten enormes leisten, aktiv in der Drogenarbeit sind und sich stark im Aufdecken von Psychiatriemissbrauch und Pharmalügen engagieren? Auch sie sind bestrebt, den Menschen im Wirken der Gerechtigkeit einen Sinn im Leben zu geben. Nicht durch Rechtgläubigkeit, sondern durch Rechtschaffenheit verbinden sich darum unsere Herzen. Es ist Feeling in der Praxis. Die von den Medien vielverfolgte Moon-Bewegung entpuppte sich als eine der größten internationalen Friedensbewegungen weltweit mit ca. 3 Millionen Mitwirkern. Türen gingen dieses Jahr auf und Ivo wurde von ihnen als Gastredner zu einer Tagung der Universal Peace Federation nach Wien eingeladen und herzlich aufgenommen. Viele namhafte Persönlichkeiten der Politik, Wissenschaft und Religion aus aller Welt, bis hin zu UNO-Abgeordneten, suchen darum die Synergie mit uns. Der Hauptschwerpunkt dieser Friedensbewegung ist: Friede beginnt in mir. Und zwar an der Basis in der Familie. Ihr erklärtes Ziel: Jetzt muss Schluss sein mit Krieg. Unsere Herzen verbanden sich natürlich komplett in dieser Vision. Mediale Hetze und Realität. Iran unzensiert. Ivo Sasek mit Anni, Lois und Elias werden von höchsten Regierungskreisen im Iran, dem Ministerberater seiner Exzellenz Alireza Salari, ehemaliger iranischer Botschafter in der Schweiz, in den Iran eingeladen und fürstlich empfangen und versorgt. Auch hier haben wir ganz im Gegensatz zu dem, was die Mainstream-Medien Tag für Tag Schlechtes über den Iran berichten, ein komplett anderes Bild vor Ort erlebt. So schön wie die Landschaft ist, so herzlich sind die Menschen im Iran. An innigster, ungeheuchelter Zuneigung, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft sind sie wohl kaum zu überbieten. Keine Religionsschranke kann das Verschmelzen der Herzen aller Beteiligten aufhalten. Hier eine kleine Episode aus dem Reisebericht. Wir reden von derselben Wirklichkeit, von demselben Gott. Keiner braucht den anderen von etwas zu überzeugen oder zu bekehren. Nein, gemeinsam werden Synergien geschlossen bis in die höchste Regierung. Denn es gibt nur zwei Seiten, das Gute unter Gott und das Böse unter Satan, so beschrieb es Herr Salari immer wieder. Und die Guten müssen sich auf der ganzen Welt in Gott vereinigen, um Satan zu überwinden, der sich jetzt aufbäumt. Genau auf diesem Weg wird Satan überwunden, wenn die Gerechten und Heiligen aus allen Religionen und Nationen sich vereinigen und sich gemeinsam erheben. Das Licht ist stärker als die Finsternis und in der Gegenwart der Wahrheit kann sich die Lüge nicht mehr halten. Sie wird mit den Wurzeln ausgerissen und ausgefegt. Unverkennbar spürt man, wie sich weltweit aufrichtige Menschenherzen über alle Grenzen hinaus finden. Schön, dass wir heute mit dir die weitere Geschichte hin zum Licht und zur Einsheit erleben dürfen.